Dann schauen wir Atuna mal an. Atuna Matata. So. Ich reiß wirklich erstmal die Gebäude, die ich gar nicht haben möchte, weg. So, synthetisch ist okay. Forschung ist hier nutzlos. Ebenso wie die ist nutzlos. Genklinik, nope. Entwicklungsgießerei, nope. Stattdessen das autochthone Monument, klar, ist doch mit das wichtigste Gebäude, was wir hier brauchen. Wobei ich die eigentlich gar nicht mehr bauen brauche. So, Polizeiwache, Produktion, nee. Chemieanlage, Chemieanlage, Gasraffinerie, Gasraffinerie. Und dann nochmal eine synthetische Kristallanlage. So. Und die Polizeiwache natürlich wieder ganz nach oben. Gut. Damit haben wir uns erstmal darum gekümmert. Wunderbar. Vollstrecker soll bitte ganz wichtig sein. So, Wunderbärchen. Also jetzt habe ich neue Schiffe bekommen, ne? Das heißt, du kannst erstmal weg. Du hast gerade nichts mehr zu tun, ne? Dann machen wir hier in Avem. Da... Die Städte. Du hast nichts zu tun. Militärflotten. Du bist eine Patrouille, nicht? Klar, also ich füge euch mal zusammen. Schau erstmal, was damit passieren wird. Construction completed. Ach, guck mal, der hat da noch mehr gebastelt. So, aber dann kann ich dich herabstufen. Ja. Und. Na, dich habe ich schon wieder verbessert. So, damit haben wir unser erstes Sterntor auch auf dem Weg. Auch wenn das eher so. Zählt das? Zählt das dann? So, euch beide zusammenfügen. Was hat er hier? Der hat da. Achso, der hat sich eine Flotte draus gebastelt. Komm, verbesser dich mal. Gehen wir doch mal in den Flottenmanager und gucken mal, was der sich hier angelacht hat. Ach Gott, den Autobeste. So, Corvette, Kreuzer, na, so geht das doch nicht. Setzen wir noch einen Titan rein, setzen wir 12 Schlachtschiffe rein. Und den Rest können wir mit der Corvette auffüllen. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Gut, genau, jetzt haben wir die Spezies angepasst. Ist die Frage, ist hier noch... Hat er da noch mehr Spezien gehabt? Aha, da sind noch ein paar War, auf jeden Fall. Die ich anpassen muss. Na, darum kann ich mich auch nochmal kümmern. Bei Makosa, die sind okay. Dann muss ich mich gleich darum kümmern, dass meine Leute... nicht mehr ganz doof geboren werden oder so. Nicht mehr falsch geboren werden. Vielleicht hier die richtigere aus... So, zack. Auf... Kartox. Achso, das sind höchstwahrscheinlich Sklaven gewesen. Dann. Sklaven, die gekauft wurden von meiner Spezies. So. Du bist auf dem Weg da runter, du bist da unten, du bist da unten. Du bist auf dem Weg nach da. Du bist genau in der Station und du bist auch auf dem Weg da runter. Und du wirst jetzt geupgradet. Da fliegen gerade so viele Schiffchen wieder durch. Das finde ich super. Na, wie schaut das aus mit der Forschung? Okay, 5 Monate. So. Genau, dann kriegst du hier noch ein Logistikbüro. Und auch du kriegst das schon mal. Und Hiklam wird halt ein Piu-Piu-Piu-Piu-Stationchen.
Wobei ich ganz gerne schon eher die Möglichkeit gehabt hätte, das zu verbessern. So, das sind 150.000. Er hat 200, 300.000, wenn ich das richtig sehe. Es wird auch nicht weniger von den Schiffen, die er hat. Es kommt hier leider auch noch dazu. Ich würde ganz gerne sagen, aha, das stimmt, der macht sich nicht noch mehr, aber nee. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr, bis er nicht mehr die Möglichkeit hat. So, du hast an sich die volle Flottenstärke schon, ne? Piu piu, zwusch, peng, knall, bumm, piu piu, kravum, Stille. Ja, so wird das höchstwahrscheinlich gleich abgehen, nur bin ich interessiert, bei wem dann am Ende des Tages die Stille herrschen wird. Bei uns oder bei dem Gegner? Ja, weil das ist relativ wichtig, dass wir das wissen. Unsere Archäologen haben auf ISS Polymer-Sybius genügend rohrenförmige und gewundene Hohlräume entdeckt, um zu dem Schluss zu gelangen, dass sich um die fossilen Überreste eines riesigen Arthropoden handelt. Diese fremde Kreatur, deren Lebzeit durch Kohlenstoffdatierung auf etwa 10 Milliarden Jahre zurückzuführen ist, grub sich langsam wie ein Tausendfüßler durch die Erdkruste, nur mit unglaublich gigantischen Ausmaßen. Noch bemerkenswerter allerdings ist, dass viele der Komponenten, die in den fossilen Überresten der Kreatur eingeschlossen sind, künstlichen Ursprungs zu sein scheint. Diese Abdrücke, die hauptsächlich im Hauptkörpersegment der Kreatur zu finden sind, ähneln bemerkenswerterweise Behausungen, die von kleinen Außerirdischen mit Werkzeugen erbaut wurden. Auf beiden Seiten die einen, weil tot die anderen aus Respekt für ihren gefallenen Kameraden. Ja, ja. Aber wie... Wohin wollen die denn hinfliegen? Was wollt ihr denn? Wollt ihr euch Halak? Nee. Keine Ahnung, was ihr machen möchtet. Einer von Datus und Fluxitron. Wo ist Apon? Apon. Datus. Keine Ahnung, was ihr machen möchtet. Bin ich mal ehrlich? Mit ordentlich zu Konsern. So, nice. Es sind die Sternbasenkapazitäten wieder verbessert. Okay, jetzt haben wir hier nur noch die endlosen Dinger. Das heißt, ich mache da einfach immer weiter die das Befehlslimit hoch. Weil ich kann. Eigentlich kann ich die Flotte auch komplett erstmal wegsetzen. Wenn jetzt das Befehlslimit, ne, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 120. Wenn wir das Befehlslimit immer weiter erhöhen. Dann, ja, das ist besser als die, also tschüss. Flagge 1, 2, 3, 4, 5, das sind 250.000. Warum ist hier nur eine Transportflotte? Achso, ihr seid dann noch immer im Hinterherfliegen. Ich seid mir Helden, wisst ihr das? Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Und ich habe Angst, wie das ausgehen wird, bin ich ehrlich, ne? So, Dudes, wie wär's mit einem Wirtschaftspakt? Warum nicht? Gib ihm. Ich meine, ihr vertraut mir schon. Warum hasst ihr mich? Ihre Ansprüche auf uns? Ihr habt Ansprüche auf mich. So ein bisschen möchte ich jetzt nochmal speichern, bevor wir uns in die Höhle des Löwen... Plus, bei dem muss ja eh noch super viel von hinten ankommen.
Das ist ja alles von ihm. Von der Flotte hier. Das sind ja wirklich nur die 27 Korvetts hier. Der 28, Entschuldigung, da kommt noch einer von hinten. Oder hängst du in irgendeinem Bug fest und kriegst keine Schiffe? Meinst du, das geht gut? Nein. Ich glaube nicht, dass das gut gehen wird. So pessimistisch und doof das vielleicht von meiner Seite aus klingen mag. Aber ich möchte nicht behaupten, dass es gut gehen wird. Construction completed. Verurteilt zum Rande. Achso, seine Unterlichtgeschwindigkeit ist besser geworden. Das Problem ist ja auch, dass niemand mir dabei helfen wird. Ich werde in den Kampf gehen und das wird dann halt so. Ich bin dann der Einzige, der hier gegen die Clovin Sirian Restorers spielen wird. Das wird nicht gut enden. Ich denke drüber nach, gerade wirklich nochmal eine neue Flotte zu machen, nicht? Auch wenn es nichts bringen wird. Auch wenn es nichts bringen wird. Einfach weil es, ne, es fühlt sich gut an. So, ihr habt mit niemandem was zu tun. Dementsprechend biete ich dir mein Handelsankommen ab. Und zwar Konsumgüter, ne? Du liebst ja die Shinies, du bist ein Xenos. So. Knowledge is the key to the universe. So, möchtest du eine Tochtergesellschaft werden? Können darum bitten, ihre Tochter. Achso. Ach, ich kann mit dir keinen Wirtschaftspakt schließen. Ah, weil es kriminelle Dudes sind. Kannst du schon Schiffe, harte Schlangen schon mal bauen? Leider nicht. Wäre cool, aber leider nicht. So, nehmen wir nochmal das Befehlslimit hoch, weil das ist irgendwie somit das kürzeste. So, Flottenmanager. Noch mehr Schlachtschiffe. Wobei, nein. Wie viele Titanen darf ich haben? 5. Wie viele habe ich gerade? 1, 2. Und du bekommst einen dritten. 3 Titanen habe ich. Also 2 Titanen habe ich noch offen. Das heißt, du, mein Freund, bekommst einen Titan. Und du, mein Freund, bekommst einen Titan. Und der Rest bekommt einfach noch mehr Schlachtschiffe. So, zack. Und natürlich noch ein paar mehr Korvetts. So. Alle verstärken. Kommt halt so viel aus eurer Fass raus, ne? Eieieiei. $200,000, $300,000. Mehr Schiffe sehe ich auch noch nicht von ihm, aber das ist halt, das bedeutet halt nichts, ne? Das bedeutet halt nichts. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 200.000, beziehungsweise 212.000 Schiffstärke gerade hier rumstehen. Es zackt halt so ein bisschen gegen seine 300.000, ne? Research concluded. Sind wir mal ehrlich. Es zackt nur so minimal. Weißt du was? Ich mache mir noch eine neue Flotte. Ich meine, noch kann es meinen... Ich sitze hier aber viel mehr auf Korvetts. Noch kann es ja irgendwie meine Economy das vertragen. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommt, aber sie schafft es.
Ja. System Survey concluded. Ich habe auch eine andere Idee. Warte, ich mache das nochmal anders. Flottenmanager. Nein, gar nicht. Schiffsdesigner. Zerstörer. Du hast nur ein P. Du hast gar kein P. Du hast da zwei P. Das mit den Ps ist so ein bisschen wenig, nicht? Oh, da hat er nochmal zwei Ps. Das ist sogar wirklich gut. Flak. Zack, zack. Und Sturmfeuer-Autokanone. Die wird halt... Na, also Panzerung ist vollkommen... Von dem Schiff wird Panzerung halt nicht vernichtet. Aber... Oh, goddammit, ich... dieses Menü, ne? Dieses Menü. Außer ich kann... Das Problem ist, weil die also die Flak ist gar nicht mehr so bad. Aber die macht halt nur... Ist halt nur okay auf einem. Und ich glaube, die Sturmfeuer ist halt ein... Autokanone ist nur gut wegen der Ortung. Relativ gut. Genau, weil alles andere hat so eine richtig Kackortung. So, zack. Hyperschilde, Neutronium-Panzerung. Zack, den Sprungantrieb. Ich habe eine Hyperantrieb 3, sehe ich gerade. Super. Genau, Schwarmtaktik. Du kriegst hier den fortschrittlichen Nachbrenner noch rein. Natürlich Geschwindigkeit ausweichen. Oder kann ich hier mit Positionierung und Trefferchance ausweichen? Nee, das ist okay. Dich nenne ich Enter Anti Hunger. So, und dann gehe ich in den Flotten Manager. Und ich kann das Ding hier so nicht rausnehmen. Ah, jetzt muss ich. Dass ich noch immer nicht mit Steuerung Shift oder Alt-Tab tätigen kann, ist halt. Puh. Also normalerweise sind Korvetts so ziemlich die effizientesten Schiffe, die man haben kann. So. 30 sind 15. Aber ich setze mir noch ein paar Zerstörer dazu. So, zack. Einfach, weil ich kann. So. Und die Flotte wird halt so ziemlich gegen die Hangar-Kram-Kacke antreten sollen. Hoffentlich. Wenn sie das hinbekommt. So, du bist Anti-Hangar-Kacke. So, und dann kannst du dich da schon mal hinbewegen. Guck mal, du bist sogar ein Ylliant. Habe ich noch einen? Nope. Flottenlogistiker ist immer doof. Waffenreichweite Schiffe, das ist gut. Construction completed. Nice. Sterntor reaktiviert. Hervorragend. Das ist, jemand anderes hat ein Sterntor gebastelt. Schön. Ihr mögt mich vermutlich gerade nicht. Nein, wir sind aber sowieso in einem Krieg. Sollte das immer verbessern. Oh, ich habe gerade keine Legierung mehr. Ups. Es passiert, wenn man keine Legierung mehr hat. So, geben wir noch ein paar Ankerplätze. Du machst das Logistikbüro dort noch. Dann können hier Besatzungsquartiere rein. Und hier auch noch. Und auch da noch ein Ankerplatz. Außerirdische Megastelle. Ach, guck mal, jetzt machen die alle so ein bisschen.
Anscheinend ist es nicht die erste aufräumerische Siedlung auf diesem Planeten. Einrichtung der Distrikte wurden vorsichtig eingebaut mit ein bisschen Restauration. Klar, warum nicht? Do it. Ich weiß nicht, von welcher Welt sie reden. Ich habe keine Ahnung. Achso, ich habe hier noch das Ding. Umfangreiche Ausgrabung der fossilen Einprägung innerhalb der riesigen unterirdischen Arthropodenreste auf haben bestätigt, dass dies tatsächlich die Überreste einer Stadt sind. Diese Stadt, die von hunderttausenden von Meter großen werkzeugbenutzten Kreaturen bevölkert war, wurde im Innersten des gigantischen Gliederfüßlers erbaut. Es ist nicht bekannt, wie diese Kreaturen in den Arthropoden eindrangen, aber ihre vorbronzezeitliche Gesellschaft schien im Verdauungstrakt des unterirdischen Riesen tausende von Jahren gedient zu haben. Weitere Untersuchungen sind notwendig, wenn wir tiefere Einblicke in die Geschichte und den Untergang dieser Gesellschaft wünschen und vielleicht mehr über den Tod ihres Wirtes erfahren möchten. Lecker. Da war jemand in dem Poppes von jemand anderen. So, Militärflotten, ne? Und du bewegst dich jetzt auch dort erstmal schön gechillt hin. Ach guck mal, ich habe ihn noch nicht mal komplett aufbessern können. Construction completed. So, immerhin ist die Flotte schon mal fertig. Das Ding ist halt, je länger ich warte, desto mehr Flotten kann er haben. Wollen wir es drauf anlegen? Oh, es klingt so dumm. Ich speichere nochmal. Niemand möchte mit mir, ne? Nein. Oh, warte, ihr mögt mich. Wird sich den Krieg nicht anschließen, weil Kriegs hingegen ist das kein Interesse haben. Weil ihre Truppen nicht gut genug aufgebaut sind. Ja, ist es meine Schuld, dass eure Truppen kacke sind? Ich könnte weinen, ne? Die hier auch. Weil ihre Truppen nicht gut genug aufgebaut sind. Hallo, ich bin so ungefähr der stärkste Wesen gerade in diesem fucking Universum. Oder in dieser Galaxie, Entschuldigung, nicht in dem Universum. Und ihr so, nee, wir möchten nicht, nee. Bitches. Ich gebe euch, nee. Oh, es wird so schief gehen. Es wird so schief gehen, Alter. Im Zweifel hast du dich zu Schrott geschossen? Im Zweifel werde ich zu Schrott geschossen sein, ja. Im Zweifel werde ich zu Schrott geschossen sein. Mal gucken, was passiert. Ich meine, glücklicherweise sind sie relativ weit von mir entfernt. Relativ weit. So, was machst du? Du möchtest zum Flagor-System. So, nice. Das ist mein System jetzt schon mal. Woo, wir haben unser erstes System. Da kommt die erste 100.000er Flotte. Und die zweite ist auch schon am Hinterherfliegen. Okay, das ging besser, als andere es hätten erwarten können. Ich habe es auch schlimmer erwartet, um ehrlich zu sein. Ist jetzt die Frage, ab wann ist die Sternbasis hier nicht mehr deaktiviert, Schnürschuh? Du möchtest höchstwahrscheinlich jetzt hier gerade auch reinspringen. Ja, möchtest du? So, Rumpfstärke von Korvetten können wir nochmal erforschen. So, dann einmal jetzt ihr. Los, Leute! Los, Pikachu, du bist dran!
Wenn das gut ist, dass meine Korvetts halt erstmal weggeschossen werden. Die sind ja wirklich aktiv nur dafür da, dass sie ein bisschen Kanonenfutter darstellen. Das ist 9.000, das sind 113.000. Das sind nochmal 113.000. Also der wird auf, ne, der geht in Richtung, je mehr ich in seine Richtung werfe, desto besser wird das. Eine Strategie, die ich verstehe. Ja, verstehe ich halt wirklich. Aber auch weiß, dass sie nicht unbedingt gut funktioniert. So. Flotte verstärken, Flotte verstärken, Flotte verstärken. Flotte verstärken, Flotte verstärken. Ich will halt, dass diese doofe Sternbasis sich endlich wieder aktiviert. Research concluded. So, noch mehr Befehlslimit für die Flotten, wunderbar. Ich hab das so wenig erforscht, ne? Komm schon, Sternhafen, aktivier dich! Das ist jetzt die Frage. Flottenstärkenmäßig sind sie mir jetzt unterlegen. Da kommt aber nochmal ein 100.000er Schwarm. Ich meine, wenn du Hunderttausende, über Hunderttausende von Flotten hast, dann ja, klar, machst du das halt, ne? So. Immerhin können sich die Schilde regenerieren. Ich hätte halt ganz gerne. Oh, ich hätte so gerne hier den Sternhafen. Das wäre so gut. Aber diese doofe. Ja, die muss. Ich kann sie verbessern. Okay. So, also jetzt trinke ich erstmal. So, ich könnte den Status Quo jetzt schon mal mit denen verhandeln. Aber dadurch, dass es halt ein gefallenes Imperium ist, dürfen die schummeln mit ihrer Economy. Unterirdische Schrecken. Nach sorgfältiger Analyse einer großen Anzahl von Fossilen und einigen wundersamen Funden früherer Schiffe sind unsere Archäologen bereit, eine Schlussfolgerung hinsichtlich der Beziehung zwischen der primitiven Zivilisation und dem gigantischen Arthropoden zu ziehen, der die Heimat für sie war. Während Stadtbewohner gegen die Dorm-Flüssigkeiten ihres Arthropoiden wird weitgehend Resistenz fahren, verkürzen die ständige Aussetzung gegenüber den immer noch leicht chemisch ätzenden Gasen des Verdauungstrakts, das wird ihre Lebensdauer erheblich. Aufgrund ihrer Entdeckung in der Medizin und des wissenschaftlichen Fortschritts der Zivilisation wurde den Bürgern allmählich bewusst, dass sie wirklich in der Verdauungskammer einer viel größeren Spezies lebten. Die Bürger führten einen großen Krieg und rüsteten jedes Mitglied der Stadt mit Waffen aus, um die Kreatur von innen heraus zu zerstören. Aber es war alles umsonst. Das Durcheinander im Unterleib des gigantischen Arthropoden verursachte eine schwere Peristaltik, was schließlich dazu führte, dass die gesamte Zivilisation der winzigen Stadtbewohner in den Magen des Arthropoden zurückgedrängt wurden. In der Folge wurde die Bevölkerung der gesamten Stadt sofort durch die virulenteren Magensäuren ihres Wirtes aufgelöst. Himmel, Herrgott, irgendjemand ist auf Thesaurus.com gegangen und hat einfach die gesamte Zeit nach schwierigen Wörtern gesucht. Eine Kreatur, die Kreatur starb erst Jahrtausende später an Altersschwäche. So. Noch ein 100.000er Batzen, der jetzt kommt. Wirklich, die haben den jetzt automatisch damit geflippt. Seid ihr denn? Oh! Was für ein Nonsens! So, du, stopp.